Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Dungeons. Guck mal, hier geht's irgendwie nach unten, ne? Das wäre auch cool, wenn's hier mal. Wenn man auf jeden Fall im Dorf fände ich es ganz cool, wenn es noch mehr Möglichkeiten geben würde. Dass man irgendwie sein Dorf aufrüsten könnte. Oh. Aha. Aha. Also ich finde es cool, wenn man das Dorf irgendwie aufrüsten könnte. So wie hier, so ein bisschen Special-Krams finden. Halt dann auch noch, weiß ich nicht, hier, das könnte man freischalten, dann hat man irgendwie 5% mehr Schaden etc. Oder hier, die Zugbrücke, was auch immer. Irgendwas, was man mit dem Dorf machen könnte, damit die Kristalle auch irgendwie für was Sinnvolles sind. Weil Equipment findest du in dem Hack and Slay immer, ja. Das wäre ganz cool, ganz cooles System, dass man das irgendwie... dass man sich da irgendwie verbessern könnte hier im Dorf. Das wäre ja lustig. Aha, und hier komme ich nicht weiter, weil die Zugbrücke unten ist. Naja, oben. Ja, guck mal, da geht's auch noch weiter. Wo bin ich dahergekommen ursprünglich? Aber das wäre doch geil, oder? Wenn man da sich einfach mal verbessern könnte. Das wäre schick. Guck mal, jetzt auch wieder rein. Hab ich vorher gar nicht gesehen. Warum nicht? Ah. Aha, siehst du? Guck an! Guck an, erstmal gehen wir hier unten rein. Ist das neu? Sieht danach aus, ob es neu wäre, aber ich kann hier tatsächlich nichts machen. Das ist ja ätzend. Ah, das sieht so gut aus, aber ich kann hier nichts machen, hups. Ich kann auch mit nichts interagieren. Die Schweine sind safe vor mir. Haben wir noch ein Kistchen? Nope. Dann gehen wir da unten noch kurz lang. Das sind die Schweine, die wir gerade gesehen haben. Das war der Anfang, oder? Auf jeden Fall ein Nether-Portal. Ja, auf jeden Fall ein paar Smaragde. Ich weiß noch nicht, wo die herkommen. Beschwer mich mal nicht, auch wenn die Smaragde jetzt nicht so sinnvoll sind. Also, ich brauche sie einfach nicht mehr. Gut. Hochblockhallen. Hochblockhallen. Ja, drauf gekackt. Darauf gekackt, ehrlich gesagt, weil die Items, die ich dort, oder die Secrets, die ich dort finden könnte, finde ich scheinbar eh nicht. Bin zu blöd dafür. Deswegen erreiche den Thronsaal. Jetzt die Frage: Ich hatte bei den anderen immer, um den Ort zu finden, die andere Schwierigkeitsstufe gemacht. Deswegen, ich nehme sie mir aber doch mal mit. Wer weiß, na, dass ich Stufe 6 nehme. Wer weiß, ob da nur das Schriftstückchen da ist. Ansonsten, ach ja, gegen diese Viecher muss man am Ende kämpfen. Gegen die Schildträger. Kurz vor dem Erz-Illager. Jetzt haben wir hier eine Truhe, glaube ich, mehr, war. Genau, hier hat mir irgendeiner gesagt, hier muss man auf die Fackeln achten. Hier war irgendwo eine Fackel aus gewesen. Und die hätte ich ignoriert. Was durchaus möglich ist. Aua. Ich bräuchte gerne noch ein paar Pfeile. Noch zwei Armutsschütten, drei sogar. Eieiei. Das ist ja widerlich. Ich habe keine Pfeile bekommen, ne? Ah, zurückgeschossen. Du Noob. Ich habe ein bisschen darauf achten, auf die Fackeln. Auf Gemälde und Co. Piu. Hier.
Guck an, guck an. Das Geheimnis gefunden. Ah, siehst du, wunderbar. Kellergeschoss. Da ist es. Kann ich theoretisch direkt hier raus? Vielleicht musst du es ja nicht weiterspielen. Weiß ja, wo es ist. Ja, da war es wahrscheinlich immer gewesen, das Ding, ne? Bitte. Sehr nice. Hier fehlt noch ein Artefakt. Und dann werden wir mal das Kellergeschoss durchspielen. Das war schnell gefunden, das war gut. Viele Bücher. Brot. Zack. Ah, die Ketten, die sehen einfach so geil aus. Ups. Na, Magier, den killen wir zuerst, damit die Verbesserung, die er castet, wieder aufgelöst wird. Er hat aber eine dicke Hitbox gehabt, oder? Das ist immer eine dicke Hitbox. Und eine Hitrange, achso, ja, voll Leben, alles klar. Ah, die Magier sind nicht ohne. Wenn die sich einen ausgesucht haben, dann ist der schon ziemlich stark. Gehen wir hier unten lang. Das ist wieder verdächtig. Verdächtig, dass hier nichts ist. Na, wir gehen das mal außen lang. Dann in der Haupthalle nach oben. Ich hab gerade einen Huhn gehört, oder? Was ist meins? Mein Hühnchen! Alter, ernsthaft? Feuerwerk und Pilz und das Viech hat schon ein Viertel Leben verloren. Nicht schlecht. Der hat Stärke. Irgendwo ein Magier oder so? Zack! Glück. Nichts. Ja, beide Fackeln leuchten. Ja, das ist eine Wappen, haben wir also genutzt. Ich glaube, das hat auch irgendeiner mal geschrieben gehabt. Hat den Kommentar jetzt aber nicht mehr im Kopf gehabt. Ich sag mal, tanky, ey. Meine Fresse. Oh, die kleinen Magier wieder. Das sind räudig. Aber ich brenne. Hey, klick. Na, komm mal mit hier. Lohnt sich nicht, wenn so wenige da sind. Oh, eine Kiste. Das Bündel habe ich gesehen. Danke sehr. Also wie doof, ne? Wenn du nicht rauskommst. Und ich werde nerven an deiner Stelle. 173 Pfeile. Ja, damit ist das Game. Die Mission recht easy durchgespielt, ne? Huh? Ich war schon sagen, war es das schon? Nee, nee. Neu, neu. Ja, auch nichts mehr. Erkunde den Keller. Ach ja, stimmt, da war uns mit Keller gewesen. Ist aber dunkel hier. Mann, 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 Mann. Was da unten? War ich jetzt Schlüssel für? Oh nein, nicht ihr wieder. Mag euch nicht, ihr seid so tanky. Kleine Spittchen! War das nicht die Giftschule in Minecraft? Ja, ne? Die hässlichen kleinen Minispinnen.
Uff. Der Keller ist auch gar nicht groß. Wer hat sowas nicht unter seinem Haus, hä? Zack. Apfel. Hab ich gecheckt. Da hat er eine Sackgasse. Das ist ja ätzend. Warum muss ich den ganzen Scheiß wieder zurücklaufen, wenn ich die Schlüssel gefunden habe? Ist auch eine Sackgasse. Ist ja noch widerlicher. Ich fühle mich gerade wie ein Diablo. Irgendwie so Akt 1 Keller. Beziehungsweise Katakomben. Kurz vor Andariel. Genauso hat sich das Gefängnis auch angeführt. 2 Milliarden Wege. Boah, Alter. Dein Ernst? Soll ich den langlaufen? Na gut, schöne Ente halt, ne? Wir haben zwar viele Pfeile, muss man sagen. Das ist aber nicht, dass ich damit die ganze Zeit verschwenderisch umgehen sollte. Habe ich gelernt. Oh, noch mehr Pfeile. Ich kann wieder rumballern. Weiß gar nicht, warum hier ein Hinterhalt gerade war. Das war mir unbekannt. Hier ist immer eine Kiste? Nee, wa? Hab einfach nur Bock gehabt, mir den Hinterhalt reinzudrücken. Ist das ätzend groß, dieser Dungeon. Aber gut. Juhu, ich bin schnell. Ich bin Spinny. Oh, und ist auf jeden Fall schon mal Ende. Ist gut. Ah, ist das cool, wenn die Kette durch die Wände durchgeht. Das sieht gut aus. Das fühlt sich einfach nur gut an. Oh, gehen wir mal hier gucken. Hier ist nämlich Ende. Ach komm schon. Gib mir doch den Schlüssel. Der möchte doch zu mir. Er hat doch meinen Namen gerufen. Ich hab's doch gehört. Uff. Ja, genau. Ich warte mal auf euch. 28 Pfeile habe ich noch. Bam! Bin genatzt. Bin dauerlicherweise direkt schon in die richtige Richtung gelaufen. Das finde ich ja weniger geil. Aber jetzt willst du machen. Oh. Ah, ich mich nervt es, dass man bei dem TNT nicht umschalten kann, dass man es mal einfach in die Tasche steckt. Wie so ein kleiner Kaugummiwürfel. Leider scheint das nicht möglich zu sein. Da meckert einer auf meinem Rücken. Weißt du, da trage ich ihn schon. Was macht er? Er meckert rum. Das ist unglaublich, oder? Unglaublich. Dicke Arm muss schützen. Nice. Gute Leute, gute Leute. Da baller ich einfach mal durch. Mit meiner tollen Kombination von Pilzfeuerwerk. Und dann sind alle weg. Gut, dann auf zurück zum Anfang. Wir haben hier an sich alles erkundet. Es ging tatsächlich sehr flott, muss man sagen. Oh, steck dich rein, du Schlüssel. Neues Ziel erkunden.
Auch geil. Ach cool, noch einfach mal. Oh. Ich habe einen Flegel aufgehoben. Ach du Scheiße. ja, ich war gerade etwas. Ich war überfordert. Über einen Flegel bekommen. 9 und. Fesselt gehen, ne? Ich finde die Blitzbolzen schon ganz geil. Zack! Mit dem Schattengebräu. Oh, hier geht's sogar lang. Mich versteckt. Das ist nämlich sowas von an Diablo. Holy moly. Also richtig Gefängnisse hier. Aber nichts war. Keine Secrets. Ich bin noch 5 Sekunden in der Schatten vor mir. Ich will sie noch nutzen. Oder auch nicht. Na gut, dann halt nicht. Wäre langweilig, wenn ich nicht alles aktivieren würde. Absolute Schlachtung der Gegner hier. Ist ein Beschwörungskreis. Da wurde ein Ritual vollführt. Zu viele Sackgassen. Und wir sind gleich Level 34. Sehr nice. 34! Ich habe hier auf jeden Fall irgendwo das Ding aktiviert, oder? Kann das sein? Oh, nochmal Pfeile, nice. Alter, wie weit geht's denn da noch lang? Meine Fresse. Wir haben erstmal einen großen Raum hier. Komm her. Er kommt nicht. Seht ihr das? Hier gibt's einen Hinterhalt. Aber sieht stark. Ja. Ich weiß doch. Ich bin doch einfach Sherlock Holmes. Hier, schluck das. Eine Seelenrobe. Die ist allerdings schlechter als meine Rüstung. 214 Pfeilchen habe ich noch. Das ist sehr schön. 213. Oh. Die sind verzaubert. Das ist weniger geil. Also gefühlt 2 Milliarden Leben. Perfekt gedodged. Da noch mal ein Hinterhalt? Nö, hier nicht. Aber da war noch ein Zombie, oder? Da. Einer war noch. Hinter uns. Ich weiß, dass die unheimlich mächtig sind, die elektrisierten oder die verzauberten Gegner grundsätzlich. Die haben einfach so viel Leben, so viel Power. Da muss man gleich alle seine Geheimgeschütze auffahren. Verlasse die vergessenen Hallen. Links habe ich einen Schalter, ha? Na, geht schon raus, glaube ich. Aber das ist ein Schalter, das ist kein. Ach so. Gut, das ist tatsächlich ein Kampf. Ein großer Kampf. Im Laufe dieses Kampfes werden wir auf jeden Fall. Auf der anderen Seite geht es auch gar nicht weiter.
Oh, 1% der Kronen haben mich nicht besiegt. Ah, schlecht. Schlecht, schlecht. Da fehlten 2, 3 Gegner wahrscheinlich. Oh, Totem der Abschirmung. Versprüht starke magische Energie, die sich als geschützter Schild um alle Wesen in seiner Nähe manifestiert. Mhm. Hab ich vorher auch noch nicht gehabt, glaube ich. Ich glaube, die Waffe, die ist auch nicht besser, ne? Wird sie auch wahrscheinlich niemand nutzen. Aber mehr Schaden ist natürlich schon geil. Dann abprallen, aber ja, der fehlt halt der Mehrfachschuss. Wäre das gewesen, hätte ich es auf jeden Fall sofort gemacht. Lava kommt weg, das weiß ich, bin ich mir unsicher. Er hat nur auch nur eine Verzauberung, diese Waffe, ist ja lächerlich. Weg damit. So, wir sind so kurz vor Level 34. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben wieder einmal jede Mission abgeschlossen. Jetzt haben wir auch die Geheimmission alle nachträglich gemacht. Das heißt, wir warten jetzt, meine lieben Freunde, auf das DLC. Wir haben sogar eine neue Belohnung. Creeper World, warum? Achso, überall, wo noch ein Fragezeichen ist, ne? Hm. Naja. Überall, wo nur ein Fragezeichen ist, müsste ich entsprechend noch angreifen. Also noch Dinges machen. Achso, Abenteuermodus war das ja gewesen. Ja, ja, verstehe, verstehe, verstehe. Stimmt. Das müsste ich ja theoretisch auch machen. Ich hab's vergessen. Dass es hier auch noch diesen Modus gibt. Und dann gibt's auch das Ende aller Tage. Ja, nee. Vielleicht im Vorderkraft 33. Vielleicht im Dingensen, im Koop könnte man das machen. Alter. 24 bis 45 ist natürlich auch schon heftig. Kann ich auch so... Und das ist ja immer anhand meines Levels, ich wollte schon sagen. Kann ich das austricksen, indem ich sage, okay, ich mache Abenteurer. Alles gut. Ja, Standard reicht. Ne? Standard ist okay. Ja. Gut, Leute, dann würde ich sagen, warten wir auf das nächste Update von Minecraft Dungeons. Ihr dürft mir gerne Bescheid sagen. Vielen Dank für den Hinweis von dem einen, dass es Updates gab. Und ich freue mich darauf, die nächsten Updates zu spielen, wahrscheinlich auch die DLCs. Gucken wir uns mal dann irgendwann genauer an, wenn es dann soweit ist. Ja, wir können natürlich, ja gut, ich kriege hier keine Legendary Waffe raus, ne? Ich glaube, ich kriege immer so einen Mist. Ja, deswegen, ich glaube, meine Waffe kann ich dann erst verbessern, wenn ich eine bessere finde. Ja. Aber ich glaube, ob die besser wird irgendwie, glaube ich eher nicht. Dass es aktuell eine bessere Waffe gibt. Im normalen Modus zumindest. Ja. Na gut. Ich danke fürs Zusehen, meine Freunde. Das war's wieder mit Minecraft Dungeons. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder neuen Content gibt. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.